Welchen Nutzen hat die Qigong-Intensivausbildung? Heute geht es weiter mit dieser Interviewreihe und ich freue mich sehr, dass ich wieder jemanden gefunden habe, der mit mir darüber spricht. Und heute ist der Renato bei mir und er hat sich bereit erklärt, über seine Erfahrungen der Qigong-Intensivausbildung zu sprechen. Ja, Renato, hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Gut, was würdest du sagen, was hat sich da getan bei dir durch die Ausbildung, durch diese Qigong-Intensivausbildung? Ja, also ich kann sagen, durch diese intensive Beschäftigung mit dieser Thematik hat sich entscheidend mein gesamtes Körpergefühl verbessert. Vielleicht könnte ich so sagen, auch meine komplette Körperwahrnehmung. Also es kommen in diesem Kurs ja auch sehr viel über die Anatomie vor. Also ich denke, das ist sehr nötig. Und im Zusammenhang mit diesem Wissen und dem Üben kann ich sagen, sind hier Prinzipien aufgetaucht für mich, die ich auch im täglichen Leben anwenden kann. Und das war eigentlich, muss ich sagen, der tollste Nutzen daraus und was sich daraus ergibt. Und kannst du da ein Beispiel bringen, vielleicht was Konkretes aus deinem Leben? Ja, zum Beispiel, wenn ich beruflich sehr angespannt bin, ich bin auch beruflich sehr viel unterwegs, habe ich angefangen, mich eben zwischendurch mit Qigong zu beschäftigen und erst nicht zu beschäftigen, sondern auch es zu machen und habe dann entscheidend gemerkt, diese positive Wirkung, die es auf mich hat. Auch eine kurze Einheit hat mich viel wacher und klarer Jobgesprächen irgendwie sein lassen und ich muss sagen, das war eigentlich eine sehr schöne Erfahrung, ja. Das ist ja, klingt ja total toll und sicher sehr interessant für viele. Gibt es da bestimmte Übungen, die du machst, dass du so wacher bist und konzentrierter? Oder sind das viele Übungen? Ja, ich habe mir da eigentlich in dieser Ausbildung sehr schöne Systeme kennengelernt, habe für mich selber dann welche zurechtgelegt, wo ich merke, die für mich sehr großen Nutzen haben. Also es sind ja ganz entscheidend so harmonisierende Übungen für den Körper, die ich eigentlich, ich bin ein sehr sportlicher Mensch, mit nichts anderem vergleichen kann. Also die Wirkung, die das erzielt in kurzer Zeit, ist eigentlich fast unbeschreiblich. Also kann ich dieses Wort gut verwenden, ja. Wo merkst du diese Wirkungen? Ist das, ja, spürst du das im Körper oder was verändert sich dadurch, wenn du so eine harmonisierende Übung jetzt machst? Also wenn du, wie viele im Alltag, mit so vielen Informationen zu tun hast, kann so eine harmonisierende Übung extrem zur Ruhe beitragen. Und das ist das, was, glaube ich, vielen Menschen auch fehlt, dass sie wieder diese Ruhe finden und nicht von einem ins andere hetzen, von einem Bildschirm, von einem Termin zum anderen. Da könnte ich es eigentlich beschreiben, dass das so ein Gegenpol setzt vielleicht zum hektischen Alltag, könnte man das so sagen? Ja, das wird gut treffen, ja. Und wie du vorher angesprochen hast, verschiedene Übungssysteme, gibt es da eines, was dich besonders angesprochen hat? Ja, ich könnte sagen, die sogenannten 8 Brokat-Übungen, die sehr vielseitig sind und auf viele Teile des Menschen in die Einwirkung von Organen, kann ich sagen, das ist ein Übungssatz, den ich eigentlich jedem empfehlen kann. Also den sollte man einfach können und mit dem kommt man schon sehr, sehr weit, wenn man diesen Übungssatz beherrscht. Es gibt natürlich noch zahlreiche andere, sehr wirbelsäulenbetonte, die ich auch empfehlen würde, aber ich muss sagen, mit den 8 Brokat-Übungen komme ich sehr gut zurecht, weil sie, glaube ich, auch extrem gut die Konzentrationsfähigkeit steigern. Und das ist was, glaube ich, was ein sehr großer Nutzen für mich auch war. Und auch ja, die 8 Brokate sind ja eine recht einfache Übungsreihe. Und sie waren in der Ausbildung, jetzt da in 2 Ausbildungsmodulen. Und ja, wie kannst du das beschreiben, wie sie sozusagen dein Wissen oder deine Erfahrung mit diesen Übungen durch die Zeit verändert hat. Also, dass, wenn du dich noch erinnerst, dass du das erste Mal geübt hast,
Also es ist so, am Anfang lernt man sie kennen, macht diese Übungen, sie erscheinen recht simpel und ich sage mal als Laie, der am Anfang sicher ist, meint man irgendwie mit dem westlichen Verständnis, dass hier nicht viel dahinter ist, aber ich sage es einmal, bis ungefähr Mitte der Ausbildung, wo man dann schon intensiver dran ist, kann ich wirklich sagen, dass es eben ganz anders ist. Dass hier das ist irrsinnig wertvolle Übung, wie der Name sagt, das sind eben 8 Schätze und das sind sie wirklich. Ja. Das ist ja so faszinierend. Ich meine, ich unterrichte sehr wahnsinnig gerne und mache es ja selbst natürlich für mich. Dass es zwar eine Übung ist, jetzt auf der körperlichen Ebene, wo es irrsinnig viel tut, aber eben noch viel tiefer wirkt. Dass es wirklich auch Ruhe bringt, obwohl man sich bewegt. Und das ist ja, glaube ich, oft das, was im Alltag einfach fehlt. Man ist sehr hektisch und sehr im Tun und dieses bewusste, achtsame Dabei sein fehlt dann, also diese Ruhe in der Tätigkeit. Das ist auch Ja. immer das, was man durch die Erfahrung dann erst so richtig, ja, übt, würde ich sagen. Fast übt, glaube ich. Ja, ich möchte sagen, im Alltag hat man einfach unser Leben gepolt, schneller, höher, weiter, größer und einmal zu erfahren, dass eigentlich genau im Umgekehrten dann die Lösung liegt. Das ist sehr spannend, erfahren zu dürfen, sagen wir, diesen Übungen. Ja. Und hat er diese Ausbildung da einen Schritt weiter geholfen sozusagen oder viele Schritte sogar? Ja, ich muss sagen, extrem. Also ich hätte es mir davor gar nicht so gedacht, dass man so viel damit machen kann. Kann ich jetzt, natürlich kann man das unterrichten, das ist auch Ziel der Ausbildung, aber eigentlich für einen selber. Das ist, weil das ist es meistens das Erste. Ne? Man lernt es selbst und erst wenn man es selbst erlernt hat, kann man es auch weitergeben. Was mir dann auch ein großes Bedürfnis geworden ist, je mehr ich gemerkt habe, welchen wirklich klassen Nutzen diese Übungen haben und dass die auch zu wenig bekannt bei uns sind. Ne? Also, und ich auch finde, dass sie mehr verbreitet gehören. Super, vielen Dank, Das ist auch eine Renato. Motivation, die mit der Ja, Ausbildung kommt. das ist natürlich Ja. auch ein Ziel unserer Ausbildung, dass wir ja, das weitergeben, was uns selbst so begeistert und das unser Leben bereichert. Und es ist schön, dass du das jetzt auch so empfindest, dass das viele Leute davon Nutzen, einen großen Nutzen haben und wirklich vielleicht gerade in unserer Zeit damit mit dieser hektischen Zeit und im Berufsalltag dann einen besseren Ausgleich finden. Vielen Dank, Renata, dass du dir die Gerne. Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen. Ich wünsche dir alles, alles Gute und weiterhin viel Freude mit Qigong im Alltag. Dankeschön. Ja, Tschüss. sehr gut. Ciao. Ciao.